Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Fettspielen, zu einem weiteren Let's Play Mobile. Mein Name ist Dennis und ich spiele heute für euch Give Me a Kiss. Ihr seht, es geht ähnlich wie in dieser Duplo-Werbung um Männer, die um eine Frau buhlen. Und das Ganze ist in ein kleines Minigame verpackt. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hier kann man auswählen, wen man spielt. Ich nehme natürlich den Franzosen, den Herren hier. Auto bedeutet nichts anderes als Computer. Normalerweise kann man dieses Spiel nämlich wunderbar zu viert spielen. Ich spiele es jetzt aber heute allein für euch an, aber lasst euch gesagt sein, zu mehreren macht das Ganze auf jeden Fall mehr Spaß. Und das Minigame funktioniert eigentlich ganz simpel und ihr werdet gleich sehen, wie das funktioniert. Ich mache jetzt einfach mal hier nach Punkten das Spiel. Man könnte es auch nach Zeit laufen lassen. Obwohl, machen wir einfach nach Zeit. Machen wir mal erstmal 2 Minuten, dann kann ich euch das zeigen. So, ihr müsst auf euren Pfeil drücken. Ich bin jetzt links unten in dem Fall. Immer wenn sie, die in der Mitte steht, unter der Wolke, sieht man das jetzt gerade nicht, oder unter dieser Sprechblase. Wenn sie so ein Zeichen um sich rum hat, das werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Und dann müsst ihr schneller sein als an euren anderen 3 Mitbuhler. Beziehungsweise je nachdem, wie viele eingestellt habt. Die Computer sind momentan noch auf einfach. Von daher werde ich das hoffentlich auch gewinnen. Und jetzt sehen wir gleich dieses Zeichen da. Da ist der mal wieder viel schneller gewesen. Hier, wenn ich da dieses... meine Hände so ausstrecke, oh, jetzt die Blöde da. Wenn ich meine Hände ausstrecke, dann rennt sie zu mir voller Erwartung, voller Vorfreude. Ja, komm zu dem Franzosen. Er ist jetzt echt nicht so leicht. Der Typ links oben, der ist der, der vermiest es mir immer wieder. Aber zu viert ist es richtig hart. Ich habe es davor mal zu dritt gespielt, aber zu viert ist echt schwer, weil einfach schneller sein muss als 3 andere. Und jetzt? Oh nein, da war ich ein bisschen zu früh. Ihr seht, wenn ich voreilig drücke, dann steht bei mir auf dem Pfeil links unten Early. Und jetzt? Oh, da habe ich den Kuss bekommen. Ein Bussi für Dennis, den Franzosen. Das freut mich doch sehr. Oh nein. Aber jetzt? Oh, der Mexikaner da oben, der geht jetzt auf einmal ab wie Schnitzel. Oder vielleicht eher wie Taco. Ah, jetzt hier. Also ihr seht, das Spiel macht vor allem mit mehreren dann richtig Spaß. Allerdings empfiehlt sich dann natürlich ein Tablet zu viert an die Ecken eines Handys zu drücken. Ist vielleicht ein bisschen schwer. Aber es geht sogar, wenn man möchte. Und jetzt hat es gerade kurz gehängt, egal. Und... nein, 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 der Typ hier hat es jetzt noch bekommen. Jetzt hat er mich noch eingeholt, der fiese Möb. Jetzt guck mal, jetzt machen wir den Run. Nein. Jetzt. Ah, habe ich es noch gewonnen. In den letzten Sekunden habe ich es noch umgedreht. Ihr seht, ich war gerade sehr angestrengt. So, jetzt holen wir sie uns nochmal. Es ist echt nicht so leicht. Die Computer sind auf simpel. Oder auf leicht. Und trotzdem ist es nicht leicht, sie hier zu sich zu locken. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das mal mit Freunden zu spielen. Ist dann so eine Art kleines Minigame. Ich glaube, ich spiele jetzt mal einfach gegen den Einzelnen. Stell aber davor hier in den Einstellungen den Autoplayer auf Psychic. Also auf ganz stark. Und dann klicke ich hier mal drauf, einfach nur, um euch mal zu zeigen, wie das dann aussieht. Ich bin wieder Monsieur links unten und wir stellen das diesmal einfach nur auf ein paar Punkte. Denn ich glaube, ich werde einfach so verlieren. Ah, okay, ich bin nicht links unten, ich bin jetzt rechts unten. Gut, ist mir eigentlich auch lieber. Oh, der geht ja... ach, ja, ihr seht, man hat überhaupt keine Chance. Der hat mich jetzt so richtig abgezogen. Das ist halt auch was für die... für die ganz guten, für die ganz schnellen. Also wie soll das denn gehen? Okay, der Modus ist jetzt wirklich ein bisschen arg schwer. Wie ihr seht, es geht auf jeden Fall schwerer als das, was ich... oh, ich habe einen. Ah, jetzt. Als das, was ich euch vorher gezeigt habe,
Wenn ihr natürlich die ganz krassen Reflexe habt, könnt ihr auch sehr gerne mal hier gegen die Psychic Computer spielen. Aber ich empfehle euch das nicht, weil das ist doch ein bisschen sehr schwer. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Spielt dieses Spiel doch einfach mal mit euren Freunden. Holt es euch umsonst in Google Play. Der Link, der ist in der Videobeschreibung. Das war's dann fürs Erste. Euer Dennis von Fettspielen.